Und ich will hier voll auf den schwarzen Feldern spielen. H5-H4 ist eine Idee. Das ist so verlockend. Ich spiele das jetzt. Wir gehen jetzt voll auf die schwarzen Felder und auf Schachmatt. Ich krieg auch die ganze Zeit hier 2640er Gegner, ne? Das hilft auch nicht. Das hilft auch nicht, um sich, um mal weiter nach oben zu kommen. Also irgendwie ist heute schwierig. Komischer Zug hier. Ich schlag den, I guess. Das war jetzt irgendwie auch nicht die beste Entscheidung. Ach, keine Ahnung, was denke ich mir denn hier überhaupt? Was denke ich mir eigentlich? Nicht viel habe ich das Gefühl, gerade mit meinen letzten Zügen. Okay, wir haben die Öffnungsphase halbwegs irgendwie überlebt. Vielleicht ein bisschen Chancen hier mit solchen Zügen. Der Läufer kommt auf die Diagonale. Es könnte schlechter aussehen, es könnte aber auch besser aussehen. Auch schlagen können. Ja, dann vielleicht den Turm, aber er baut sich ein sehr starkes Zentrum auf, hatte ich das Gefühl. Das wollte ich ihm nicht geben. Jetzt versucht er auch sehr solide zu sein. Dann öffnen wir mal die Stellung. Sehr gut, Hannes, sehr gut. Jetzt kann er vielleicht trotzdem hier vorkommen. Mehr schlägt, okay. Damit ich hier nicht direkt verliere, muss den Springer hierhin zurückziehen, damit ich nicht in die Festung laufe. Zum Glück habe ich diesen Zug noch, sonst hätte ich aufgeben müssen. Er hat immer noch seine Figuren hier hinten drin. Insofern bin ich gar nicht so schlechter Dinge, dass ich hier irgendwie ganz gutes Spiel bekomme. Jetzt den Läufer mit Tempo raus. So. Den einmal zurückbringen oder den Turm ins Spiel bringen. Vielleicht erstmal den Turm ins Spiel, damit er nicht Läufer E3 spielen kann. Nach Springer D2 müssen wir mal schauen. Vielleicht sogar C5.
Ja, ich probiere es einfach mal. Jetzt macht er wahrscheinlich den, aber der Springer steht auch ein bisschen komisch. Bisschen abseits. Wenn er hier einen zieht, kann ich den schlagen. Springer B5, Springer F5, okay. Ziehen wir mal ganz entspannt zurück. Greifen den an und B5 liegt auch in der Luft. Mir gefällt meine Stellung immer besser mit jedem Zug. So, jetzt dürfen wir nur kein Grundreihenmatt einstellen. Ja gut. Wir sind leider noch nicht in so einer guten Situation, wo wir davon sprechen können, aber ich denke, hier habe ich sehr, sehr gute Kompensation. Er hat immer noch die Figuren auf den Ausgangsfeldern. Den Läufer bringen wir zurück. C4 liegt in der Luft. H5 auch liegt in der Luft. Dann machen wir mal erstmal C4. Schlagen. Vielleicht jetzt H5 oder Turm E7. Turm E7 sieht richtig aus. Ich könnte den Bauern schlagen, aber irgendwie wollte ich den gar nicht. Weil ich habe das Gefühl, dann bringe ich auch seinen Läufer ins Spiel. Und ich will hier voll auf den schwarzen Feldern spielen. H5, H4 ist eine Idee. Turm E2 ist auch sehr verlockend. Das ist so verlockend. Ich spiele das jetzt. Wir gehen jetzt voll auf die schwarzen Felder und auf Schachmatt. Dame D5. Läufer F3. Der Läufer H3. F3. Und Springer G4 kommt auch noch. Mit Springer F2 Idee. Springer E2 kann ich jetzt sogar schon Dame H5 spielen. Das hilft nicht. Let's go, Freunde! Ein schöner Sieg mal zur Abwechslung hier. Oder ein schönes Finale, jenes Gambit, wie es leibt und lebt. Let's go! Let's go! Es musste jetzt auch mal wieder eine gute Partie her. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an. Alle Infos, alle Vorteile davon findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal.